Hallo Leute, ich mache heute ein kleines Haul-Video, so was ich die letzten zwei Tage gekauft habe. Und zwar war ich heute bei Mac gewesen und habe so ein paar Dinge aufgesammelt. Und zwar ist das hier einmal der Eyeshadow Refill in Sketch. Zeige ich euch mal, wie der aussieht. So. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mache mal einen Swatch. So, hier ist der. So ein bräunliches Lila. Mhm. Und noch ein Eyeshadow. In Woodwind. Das habe ich auch oft hier auf YouTube gesehen, dass das benutzt wird. Und den wollte ich auch unbedingt mal haben. Es ist so ein ganz schönes Gold. Schaut mal, wie das glänzt. Das sieht man richtig auch gut in der Kamera. Mache ich euch auch mal ein Swatch. Da. Da ist es. Das sieht ganz toll aus. Ich war mit zwei Freundinnen da und eine hat sich schminken lassen mit der Farbe. Das sah super aus. Ist auch wirklich für jede Hautfarbe geeignet, weil sie ist ein bisschen dunkler als ich. Dann habe ich noch den Fluid Line Eyeliner, Gel Eyeliner in Black Track, also in Schwarz. Habe ich auch gerade ein bisschen ausprobiert. Ist super. Also ich bin ja eh so ein Eyeliner-Junkie. Ohne Eyeliner gehe ich gar nicht aus dem Haus. Und dann wollte ich unbedingt den mal probieren, weil bis jetzt benutze ich immer nur Flüssig-Eyeliner. Und ich habe doch sehr Gutes von Gel-Eyelinern gehört. Und wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Also ich habe es vorhin aufgetragen und es sieht super aus. Also so richtig tief schwarz. So schwarz war das noch nie. Weil die Flüssig-Eyeliner, die gehen nach einer Zeit dann doch etwas blasser. Also ich weiß nicht, wie lange das jetzt hält. Ich habe es jetzt auch erst vor einer Stunde aufgetragen ungefähr. Aber es sieht sehr schön aus. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ist auch schön matt. Gefällt mir gut. So. Und dann habe ich mir zwei NYX Jumbo Eye Pencil bestellt. Das wäre einmal in Black Bean, also schwarz. Werde ich dann als Base benutzen. Einfach schwarz. Kann man dann schön smudgen, wie man sieht. Und als Base benutzen, oben drüber den Lidschatten dann auftragen. Und in Weiß. Und das, der heißt Milk. Ja, ist dann einfach weiß. Unspektakulär. Schwarz und Weiß eben halt die Base, Basic Farben. Aber jetzt habe ich die endlich auch mal. Sonst habe ich immer nur Kajal Liner, Eyeliner missbraucht für eine Base. Und dann bei Douglas gab es von Estee Lauder ein Beauty Must Have. Und zwar ist es Day Wear Plus. Das ist eine, ein Tinted Moisturizer. Also eine getönte Tagespflege. Und die soll sehr gut sein. Es sind 15 Milliliter drin. Also das ist so ein Probegröße und kostet 8 Euro. Das geht eigentlich. Wenn man bedenkt, dass 50 Milliliter, ich glaube, so ist die Originalgröße, 44 Euro kostet. Ich meine, wenn man davon ein paar holt, da hast du schon mehr gespart, auf jeden Fall. Ist, das Witzige ist, die ist erstmal weiß. Da habe ich jetzt ein bisschen rausgedrückt. So weiß. Und wenn man die dann auf die Haut aufträgt, verschmilzt es und wird wie getönt. Also ist so ein bisschen bräunlich dann. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Aber da habe ich jetzt so einen kleinen braunen Schatten. Das ist wie Magie. Und die riecht auch voll gut. Ich habe, also ich benutze seit längerer Zeit eine von Clinique. Eine getönte Tagespflege, die ich auch sehr mag, aber die stinkt. Die ist so ekelhaft. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist diese hier.
die Clinique Moisture Sheer Tint SPF 15. Achso, die Estée Lauder, die hat auch SPF 15, Sonnenschutzfaktor. Ja, und das ist so ein Cremegel. Die ist geil, also ich benutze sie fast jeden Tag, aber sie stinkt so sehr. Und die von Estée Lauder, die riecht echt toll. So, und dann noch ganz schnell, sind nur noch drei Produkte von Essence. Also ab und an mag ich Essence-Produkte. Und zurzeit gibt es ja extra für den New Moon-Film, also der zweite Film von der Twilight-Saga, so eine Special Collection, also Moonlight Collection nennt sie sich. Und da habe ich jetzt eine Sache mitgenommen. Und zwar ist das Trio Glitter Set. Das ist schön. Seht ihr das? Wie das funkelt. Ups! Da war es auch schon. Halt ich mal lieber fest. So, das ist das Glitter Set. Da haben wir einmal rosa Glitzer. Das ist so Puderglitzer. Und Anthrazit, genau, Anthrazit. Und einmal Silberglitzer. Voll schön. Glitzert total schön. 2,9 Gramm in jedem drin. Und die kann man für die Augenlider oder für den Körper benutzen. Einfach mit Bodylotion zum Beispiel mischen und dann auftragen. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber bestimmt schön. Also es glitzert auf jeden Fall sehr schön. Zum Weggehen auf jeden Fall gut. Und dann noch von Essence wollte ich schon seit langem. Gab es aber irgendwie bei meinem DM nie. War immer ausverkauft. Ist das Nail Art Stampy Set. So ein Nageldesign. Da ist dann dabei, also 7 Designs auf einer Schablone, auf einer Metallschablone. So ein Scraper, um das dann Schaber. Und ein Stempel natürlich. Muss ich noch ausprobieren, weiß nicht, wie gut das ist, aber ich werde euch da mal Bescheid sagen. Und dann noch von Balea. Color Glanz 2 Minuten Kur, Kokos und Milch. Das ist jetzt das erste Mal eigentlich, dass ich einen No-Name-Produkt für meine Haare benutze. Aber da ich jetzt neulich mir die Haarspülung von der Reihe gekauft habe, also auch von Balea, die Kokos und Milch, und so begeistert war, denn also meine Haare sind so weich geworden und die duften auch wunderbar nach Kokos, wollte ich doch auch mal die Minutenkur probieren, ob die auch so gut ist. Und hat nur, ich glaube, 2,75 oder sowas gekostet. Also, wenn es auch nicht so toll ist, habe ich auch nicht so viel Geld verloren. Ja, das war es eigentlich schon, was ich alles so gekauft habe. Ja, ich werde die Dinge mal ausprobieren, euch ein paar neue Looks zeigen. Achso, das sind meine neuen Nägel. Meine neuen Gelnägel, da habe ich auch ein Tutorial zu gemacht. Müsst ihr mal reinklicken. Da seht ihr genau, wie ich die gemacht habe. Bis auf den silbernen Strich hier, den habe ich nachträglich noch gezogen. Der ist nicht im Video drin. Aber alles andere. Also, zieht es euch rein. So, bis zum nächsten Mal dann. Noch einen schönen Tag und alles Gute. Tschüss.